Moin an alle. An diesem mittlerweile schon heißen Sonntag hier in Spanien. Sorry für die Unterbrechung eben, aber das ist manchmal so. Ja, ich sehe schon einige wach. Livingstoll Rheinland. Guten Morgen. Icon. Crow Diaries. Marion. Angel Life. Ihr seid ja schon alle am Start. Super. Ja, das erste, was ich tun werde, ist, glaube ich, mir erstmal einen hinkurbeln. Die Heaven on Fire. Moin, moin. Schlenker, guten Morgen. Marion, extra Wecker gestellt. Du schläfst also noch länger als so einige hier. Moin. Livingstoll Hamburg. Guten Morgen. Berlin Urban Food and Fashion. Guten Morgen. Da ist ja noch gar nichts drin in dem Ding, ja. Also tun wir noch was Leckeres rein. Grower's Wife, guten Morgen. So, ja, heute wollte ich so ein bisschen, da viele neue Leute dabei sind, die ich natürlich sehr gerne individuell berate, aber ich denke, alle bräuchten mal so einen kurzen, so ein kurzes Update, was wenigstens den Anfang eures Living Soils angeht, beziehungsweise das Anmischen des Soils etc. Dazu komme ich auch gleich. Vorher wollte ich aber natürlich noch ein paar andere Sachen, nicht unwichtig, aber weniger wichtig, vielleicht weil sie nicht zum Thema gehören, erstmal loswerden. Und zwar, ja, einerseits nochmals an alle, wir sind echt gerade mega überlastet. Also das ist gerade wirklich kein Fun irgendwie und wir arbeiten echt hart daran, damit die ganzen Bestellungen wirklich zeitnah rausgehen. Es ist einfach unmöglich, das innerhalb von 2-3 Tagen zu erledigen. Deswegen bitte ich euch echt sehr, 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 schreibt uns bitte keine E-Mails, wo ist mein Paket, vor allem wenn ihr gerade vor 2 Tagen bezahlt habt oder sowas. Da ist noch nichts passiert. Da werdet ihr weder eine Sendungsnummer bekommen, sonst noch irgendwas. Also habt einfach Geduld. Ihr wisst alle, was los ist. Dass alle gerade so, ja, wenn sie noch Ware haben, zumindest in Deutschland, dass die da trotzdem überflutet sind mit Bestellungen etc. etc. Das sieht bei uns nicht anders aus. Und wie gesagt, nochmal, wir sind nicht Amazon. Sobald das Geld drauf ist, heißt das nicht, dass das Paket sofort rausgeht. Wer damit irgendwie ein Problem hat, kann ich verstehen, alles gut. Aber es ist einfach die Realität und das ist, da ist nichts Böses, Böswilliges dabei von unserer Seite. Denn wir geben schon wirklich 200% Gas. Mehr ist einfach menschenmäßig nicht zu machen. Deswegen, habt Geduld, ihr bekommt alle euer Zeug. Und ja, es ist nun mal wie es ist. So, das ist eine Sache. Ich habe auch mitbekommen, dass viele meiner Kunden zumindest kein Substrat mehr bekommen. Also jetzt abgesehen von Biobills etc. und all den ganzen Konsorten, die wir sowieso nicht für Living Soil nutzen sollten, weil es einfach aus Müllhaltenkompost hergestellt ist. Deswegen lasst die Finger von Biobills oder sonstigen Plageron, sonstigen Geschichten. Auch wenn ich jetzt schlecht über die rede, ist mir scheißegal, vollkommen, muss ich ehrlich sagen. Müll wird als Müll bezeichnet von mir und fertig. So, das heißt, wenn Substrat das Problem sein sollte, weil ihr das einfach nicht bekommt, ich glaube, Klassmann, Dahlmann ist auch mittlerweile ausverkauft. Das wäre so die beste Alternative, halt, die ich immer empfehle, um seinen Soil anzumischen. Aber ja, wer irgendwie ein bisschen mehr braucht, als mehr als 1-2 Säcke oder sowas,
oder vielleicht direkt eine ganze Palette haben möchte, wir haben da keine Probleme. Also wir haben immer noch unser biozertifiziertes Top-Crop-Substrat in zwei Varianten verfügbar und das können wir palettenweise rausschicken, das ist überhaupt nicht das Thema. Deswegen, daran soll es nicht scheitern. Und ja, das wollte ich einfach nur loswerden. Auch die Händler, die mit uns zusammenarbeiten in Deutschland, wenn ihr Substrat braucht, schreibt uns. Sorry. Schreibt uns einfach und wir können auf jeden Fall was machen, was Substrat angeht. Zu humanen Preisen natürlich. Boah. Das fährt rein. Was hatte ich denn noch? Noise Groves. Guten Morgen. Thomas Bros. Hi, Mann. Swavia. Grow Couple. Schnabeltier. Auch da. Ja. Also. Okay, fangen wir einfach mal an. Gehen wir davon aus, ihr bekommt jetzt. Eure Amendments zugeschickt, etc. etc. Ihr habt das Substrat und wollt das Ganze anmischen, denn da gibt es tatsächlich irgendwie noch ein paar Missverständnisse. Einerseits, wenn ich euch ein Rezept erstellt habe, ein individuelles, erkläre ich das euch schon, wie das vor sich gehen soll. Wenn es aber nicht der Fall ist und ihr das irgendwie auf eigene Faust machen möchtet, dann ist das auch absolut legit. Aber dann solltet ihr einfach ein paar Sachen im Auge behalten bzw. befolgen. Und zwar, also ihr habt die Amendments, ihr habt euer Substrat. Ihr vermischt die nötigen Amendments mit dem Substrat. Ich empfehle euch da wirklich nicht, alles einfach nur aus den Tüten auf einen Haufen zu kippen und dann anfangen zu mischen, sondern verteilt das direkt, streut das halt einfach schon mal weitflächig über das Substrat drüber. Das ist schon der erste Part des Mischens eigentlich. Anstatt so einen Haufen auf dem Haufen zu haben und das dann erst vermischen zu wollen, das ist ein Drama. Deswegen streut das einfach drüber. Wenn es geht, macht es draußen, selbstverständlich. Ansonsten, wenn ihr es drin macht, tragt eine Maske. Einfach nur, jetzt nicht, weil da irgendwas tödlich Giftiges dabei ist, aber es ist halt Pulver. Es sind so wie Sachen wie Biochar zum Beispiel. Es ist nun mal Cola, es ist Kohlestaub. Ja, das sollte man nicht einatmen, weil ihr dann auf jeden Fall erstmal den ganzen Scheiß natürlich auf den Bronchien habt. Das heißt, entweder Maske oder macht es einfach draußen, dann ist das kein Thema. Okay, also ihr verteilt das über das Substrat, ihr mischt das Ganze vernünftig. Vernünftig mischen bedeutet, ihr müsst schon ins Schwitzen kommen. Also es ist nicht in 5 Minuten oder 10 Minuten getan, vor allem bei einer Menge von, sagen wir mal jetzt 300, 400, 500 Litern Substrat, was ja schnell der Fall ist bei einem Beet. Da solltet ihr wirklich, wirklich richtig Gas geben und das Ganze mischen, mischen, mischen. Wenn das angemischt ist, gießt das Ganze an, je nachdem wie viel Substrat. Versucht da euer Common Sense irgendwie zu nutzen. Und wenn ihr jetzt 400 Liter Substrat habt zum Beispiel, dann sollten da schon mindestens 20 Liter Wasser drauf. Es geht nicht darum, das Substrat jetzt schon direkt auf den richtigen, auf die richtige Feuchte zu bringen. Es geht einfach nur darum, dass da überhaupt Feuchtigkeit reinkommt, damit bestimmte Prozesse einfach schon mal stattfinden können. Und das wird dann weiter während des Reifeprozesses, des Solls, wird das mit der Zeit natürlich, die Feuchtigkeit wird sich dann natürlich überall verteilen. Also, 2 Tage Muskelkater nach 400 Litern, da musst du öfters anmischen. Dann hast du das Training. So, ihr gießt das auf jeden Fall an und dann gibt es Optionen. Bei großen Mengen natürlich ist es etwas schwierig, da eine Riesenplane zu nehmen, weil man sollte das eher auf einer Plane anmischen. Aber ihr könnt trotzdem eine Plane nehmen, das Ganze darauf erledigen, anmischen, wässern etc. Dann schnappt ihr euch einfach die Plane an 4 Ecken, bindet die zusammen und könnt das als Riesenball einfach reifen lassen. Wenn das nicht passt, zurück in die Säcke, wo ihr das Substrat her habt. Füllt das einfach wieder da rein, verschließt die Säcke, stapelt die fertig oder stellt sie einfach ab. Option Nummer 3 wäre dann, wenn es ein bisschen weniger ist, sagen wir mal 200 Liter zum Beispiel Substrat oder weniger, dann vielleicht in irgendeiner Wanne, in einem Trog, was auch immer, was ihr dann nachher
einfach mit irgendeiner Plane oder was auch immer, einem Deckel drauf abdecken könnt. Es muss nicht versiegelt sein, es muss nicht luftig sein, sollte es auch nicht. Es muss einfach ein bisschen schwitzen können darunter. So, dieser Reifeprozess zieht sich dann natürlich 7 bis 14 Tage mindestens. Ihr solltet auch schauen, dass ihr vielleicht nach ein paar Tagen einfach mal die Hand da reinsteckt. Wer hat ein Thermometer, um zu gucken, ob sich das Ganze jetzt schon warm gefahren hat oder nicht. Denn wenn der Peak kommt, also wenn es am heißesten ist, dann habt ihr nochmal die Hälfte der Zeit, die schon bis dahin vergangen ist, bis es fertig ist, in dem Sinne, bis es wieder abgekühlt ist. Wenn ihr das Substrat so ungefähr auf 22, 23 Grad bekommt, dann ist das nicht rühren zwischendurch, einfach so reifen lassen, wie es ist. Wenn da oben eine Schimmelschicht, wie viele befürchten, entsteht, ist das wunderbar. Das wollen wir, genau darum geht es. Das ist schon mal der Start des Lebens da drin. Wie gesagt, einfach ruhen lassen, nicht immer wieder mischen oder sonst irgendwas veranstalten. Wenn das abgekühlt ist jedenfalls, könnt ihr das dann natürlich unverzüglich eigentlich ins Beet oder Töpfe bringen. Und, Moment. Wenn ihr das erledigt habt, wenn das ins Beet geschüttet ist oder in die Töpfe verteilt ist, dann könnt ihr auch direkt starten und die Pflanzen sofort dort reinpflanzen. Was gibt es da noch? Reifen im Beet oder in Töpfen, das ist wirklich nicht wirklich optimal. Das ist nicht empfehlenswert in dem Sinne. Also ich würde, man kann das machen, wenn wirklich alle Stricke reißen, aber nimmt das jetzt nicht als Standard, weil es einfach nicht die optimale Version ist und es dauert auch länger. Wenn ihr das in einem Beet reifen lassen müsst, dass ihr keine Chance habt, irgendwie das in einer Plane zu machen oder sonst was. Wie gesagt, Alternative sind immer noch die Substratsäcke, wo das Substrat herkam, das dort wieder einzufüllen und da drin reifen zu lassen. Ich denke, das dürfte dann für die meisten machbar sein. Wenn das aber alles nicht der Fall ist, dann solltet ihr das ganze Beet, in dem ihr reifen lassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall mit irgendeiner Plane abdecken, wirklich von oben bis unten. Also wirklich auch unter das Beet, unter den Rand. Die Folie klemmen, sodass es wirklich darunter schwitzen kann. Wie gesagt, ich empfehle es echt nicht, aber es gab da so ein paar Fälle, wo es einfach nicht anders ging. Ein paar Jungs hatten da so eine Situation, da ging es einfach nicht anders. Am Ende wurde natürlich alles gut, aber es dauert einfach ein bisschen länger und das ist nicht die optimale Version. Weshalb ja, ihr das wirklich versuchen solltet, irgendwie anders zu lösen im Vorfeld. Okay, sobald das drin ist, ihr könnt dann, wie gesagt, eure Steckis, Sämlinge, was auch immer pflanzen. Und wenn die Pflanzen, die ihr gepflanzt habt, 10, 15 cm hoch sind, dann solltet ihr ans Covercrop denken. Das heißt, dann seht ihr erst das Covercrop aus. Ansonsten, wenn ihr das von Anfang an schon ausseht, wird das eure Pflanzen auf jeden Fall überwuchern, weil das viel schneller wächst. Deswegen diese Zeitverzögerung ist absolut okay. So. Was noch? Was war noch wichtig bei der ganzen Geschichte? Genau, die Feuchtigkeit dann in dem Boden. Ab dem Moment, wo ihr das umgefüllt habt ins Beet oder in die Töpfe, solltet ihr auch auf jeden Fall ein Tensiometer zur Hand haben. Also das ist der Zeitpunkt, wo ihr eigentlich dann auch die Feuchtigkeit schon einstellen solltet im Substrat. Und nochmal, ich habe hier ein Tensiometer. Ich glaube, die meisten kennen das. Manche vielleicht nicht. Ich hole es mal eben raus. Das steckt hier in dem Kaffee drin. So, das ist ein Tensiometer. Moment. Okay. Also. So sieht das Ding aus. Zeigt euch in Millibar die Feuchtigkeit im Boden. 0 ist komplett nass. Und umso weiter der Wert steigt, umso trockener wird es. Okay, so, das heißt, das ist euer ultimatives Tool, um Feuchtigkeit im Boden messen zu können. Bitte lasst diese ganzen schwachsinnigen Wannabe-Feuchtigkeitsmesser, die da irgendeine komische Skala haben oder was auch immer, im Laden, weil die bringen euch gar nichts. Die zeigen einfach nur trocken, feucht, optimal oder sowas, aber ihr habt dann immer noch keinen konkreten Wert in Millibar. Und wenn ihr dann
irgendwelche Probleme oder einfach Fragen habt, was auch immer, meistens sind es Probleme. Das erste, wonach ich fragen werde, ist, wie ist die Feuchtigkeit im Boden? Und die will ich natürlich in Millibar wissen. Die will ich nicht irgendwie in, ja, ist schon wahrscheinlich feucht oder trocken oder was auch immer. Ich würde das schon gerne in Millibar wissen, denn wir haben da einen konkreten Range, in dem wir halt mal arbeiten mit den Millibar-Werten im Boden. Und der muss einfach, je nach Phase, Veggie oder Blüte, der sollte eingehalten werden. Das heißt, das ist ein wichtiges Tool, das ist so praktisch das, die Basis der ganzen Sache. Vor allem, wenn ich euch irgendwie weiterhelfen soll, was ja Part des ganzen Geschehens ist, das will ich nochmal unterstreichen. Also, wir verkaufen euch nicht einfach nur Amendments und schaut, wie ihr klarkommt, sondern ich nehme euch da gerne an der Hand, von Anfang an, von Anmischen bis durch den ganzen Grow, wenn es sein muss, was auch immer an Faxen oder Fragen ihr habt, ihr schreibt mir dann einfach und ja. Ich helfe euch dann weiter. Das garantiert euch praktisch den Erfolg im Endeffekt, dass da nichts schief geht. Danach habt ihr dann schon einiges gelernt und habt das selber drauf. So war es bisher mit allen Kunden, also keine Angst davor. Wie gesagt, meine Nummer findet ihr auf unserer Webseite, Telegram oder WhatsApp. Da könnt ihr mich immer anschreiben. Deswegen solltet ihr da irgendwie Fragen oder Probleme haben, einfach schreiben. Nochmals, bitte Geduld. Momentan ist einfach super viel, das heißt, ich antworte nicht direkt. Und tut mir einen Gefallen, bitte nehmt mir keine 10 Minuten Messages auf, das macht keinen Sinn. Also Frage nach Frage am besten, die ich konkret irgendwie einzeln angehen kann und beantworten kann. Das macht mir vieles dann leichter und dann geht es auch schneller. Denn wenn ich eine Message bekomme, die ich auch sehr, sehr gerne beantworten würde, ich sehe aber, dass die irgendwie 5 Minuten lang ist oder länger, ja, dann schiebe ich die, muss ich ehrlich sagen, erstmal nach hinten, bis ich die Zeit habe, natürlich mich dahin zu setzen und die in Ruhe abzuhören und mit Verständnis abzuhören halt. Dann macht das erst Sinn. Ansonsten, wie gesagt, kürzere Messages, viel effektiver und können auch Sprachnachrichten sein. Wie gesagt, ist kein Thema, nur nicht zu lang. So, Leute, Samstag und Sonntag wird ab sofort jetzt, weil es einfach überhand nimmt, wird ab sofort jetzt ein Tag sein, an dem ich eigentlich keine Messages mehr beantworten werde und kann. Sonst habe ich überhaupt kein Privatleben mehr. Und deswegen werde ich das alles versuchen, natürlich innerhalb der Woche zu erledigen. Und wie die meisten wissen, ich bin wirklich bis spät nachts zu erreichen meistens. Nicht, weil ich da Bock drauf habe, sondern weil sich einfach so viel Arbeit anhäuft und so viele Sachen beantwortet werden müssen. Und ja, was vom Hals ist, vom Hals. Deswegen Montag bis Freitagnacht bin ich am Start. Ansonsten habt ihr sonntags immer noch die Chance oder die Möglichkeit, mir auf die Nerven zu gehen und genau hier jetzt zum Beispiel eure Fragen zu stellen, wo ihr absolut irgendwie im Unklaren seid oder was auch immer. Deswegen, nochmal. Wir verkaufen nicht einfach nur Amendments. Wir verkaufen ein Gesamtkonzept, was euch am Ende dann nicht mehr extra kostet. Der Support oder das Consulting kostet euch nicht extra. Und das ist ein Teil des Ganzen. Das heißt, fragt mich ruhig vorher, bevor ihr irgendwas einkauft, wenn es unbedingt sein muss. Und tut mir den Gefallen, wenn ihr 50 Liter Erde habt oder 100 Liter Erde habt, die ihr zu Living Soil machen wollt, macht es euch einfach und mir auch. Denn dafür ist Sana Preta das perfekte Produkt. Für solche kleinen Mengen, 50 Liter oder 100 Liter, ist Sana Preta einfach das Produkt, wo ihr wirklich schon die perfekte Mischung drin habt und damit sofort starten könnt. Also nicht sofort starten könnt, aber ihr braucht das nur noch mit Substrat anmischen und dann könnt ihr das reifen lassen und starten. Ohne da einzelne Amendments oder sonst irgendwas reinnehmen zu müssen. Ihr könnt natürlich immer zu Sana Preta, und das empfehle ich auf jeden Fall auch, Cover Crop, das ist eine Sache, und wer Bock drauf hat, natürlich auch Komposttees oder Antopress, was auch immer. Nötig ist es nicht, aber es ist ein guter Booster, das alles. Man kann auch IMO4 nehmen, was auch immer, ne? Ihr kennt das ganze Spiel. So, wie gesagt, Sana Preta ist halt bei so kleinen Mengen absolut angesagt. Und alles aufwärts von 100 Litern, 200 Liter, 300 Liter und so weiter, dafür mache ich euch gerne ein individuelles Rezept. Und da, ja, da können wir dann halt immer schauen, wie gesagt, es gibt immer zwei Optionen. Die Basic-Variante oder die volle Variante. Das heißt,
Die Basic ist einfach die nötigen Amendments, um den Living Soil zu starten. Und da ist wirklich auch alles drin, was ihr braucht zum Starten. Und die optionale oder die volle Version wäre dann noch mit Sachen wie Composté, Topdress, IMO4 zum Beispiel, Microbes, was auch immer. Alles Mögliche halt noch dazu. Und je nachdem, wenn ihr Bock habt auf das Ganze von vornherein, alles cool. Ich biete es einfach immer mit an als optional. Und bei wem das Budget halt nicht so locker sitzt oder nicht so das hergibt, der kann sich immer noch mit der Basisvariante wirklich einen ganz normalen, vollständigen und vollwertigen Living Soil bauen. Das ist nicht das Thema. Nachher kann man sich immer noch Sachen dazu kaufen, das drängt ja nicht sofort. Wie gesagt, die Sache, die wir machen, ist bei großen Bestellungen, wenn es eine Palette sein soll oder wird, meistens bei einem 500-Liter-Beet oder 400-Liter-Beet oder sowas, da macht es schon viel mehr Sinn, das auf einer Mini-Palette zu verschicken, weil es einfach Chaos gibt, wenn wir das per GLS irgendwie in einzelnen Paketen schicken. Und das haben wir schon alles erlebt. Das ist uncool. Höchst uncool. Deswegen verschicken wir das lieber auf einer Palette. Jetzt denken alle, klar, Palette, aber Palette ist scheiße teuer und so weiter und so fort. Richtig einerseits, aber wir wissen das absolut, dass es so ist. Und deswegen machen wir Folgendes aus Kulanz. Wenn ihr eine Palette bei uns bezahlen müsst, dann tragen wir bis zur Hälfte der Kosten für die Palette, okay? Das heißt, wir können das immer noch steuerlich geltend machen, etc., etc. Deswegen ist es dann halb so wild. Das sind halt Kosten für uns dann. und ihr habt es zu einem vernünftigen Preis immer noch versendet bekommen. Und es kommt alles zusammen, wie gesagt. Bisher ist auch nichts kaputt gegangen. Alle Paletten sind absolut ganz angekommen. Wir arbeiten nur mit Schenker. Alle anderen haben sich als völlige Pfeifen, ob es Daxa ist oder was auch immer, GSV, die haben sich als absolute Versager erwiesen, was Palettenversand angeht. Deswegen, so läuft das dann halt bei größeren Sachen. So, jetzt wollte ich kurz hier auf die Fragen mal schauen, beziehungsweise in die Kommentare. Living Soil Rheinland. Es ist Arbeit, gestern erst 600 Liter gemischt. Bei 400 Litern hatte ich 2 Tage Muskelkater. Okay. Demnächst 320 Liter. Sehr gut. Ja, das ist eine Menge Soil, was in die Häuser kommt, wie ich sehe. Ja, habe ich es mit dem Mischen auch ein bisschen übertrieben. Wer hat das schon noch nicht? Aber wäre Reifen im Beet nicht sogar schonender für die Pilzhyphen? Die gehen ja beim Umfüllen wieder kaputt, oder? Jein. Da würde ich das in Relation stellen. Was macht oder was ist das kleinere Übel? Lasse ich es vernünftig reifen in einer Umgebung, die wirklich gut zum Reifen ist und ich das vollwertig gereift bekomme, das Substrat? Oder lasse ich es eventuell mit, ja, in einer nicht perfekten Umgebung reifen? Was ich nun mal so empfinde, ein Beet ist noch nicht die perfekte Umgebung. Und es zieht sich und natürlich findet der Reifeprozess irgendwann statt und der beendet sich dann. Aber ich würde das, wirklich separat machen. Es hat am Ende keine Nachteile, denn wenn die Zeit vergeht, sind beide Substrate gleich. Ja, also da das Ganze nimmt keinen Schaden oder sowas. Es dauert einfach nur ein paar Tage länger, bis es so vollwertig gereift ist wie in einem Gefäß, was wirklich dicht ist. Also wie gesagt, nicht hundertprozentig dicht, das musst du einfach nur schwitzen können. Wenn ihr das Beet so richtig dicht bekommt, gut, soll es sein, aber ich, wie gesagt, ich empfinde es nicht als optimal. Und vor allem, in einem Beet zu mischen, das Ganze anzumischen, bitte Finger weg von solchen Ideen. Das ist der größte Unfug, den man machen kann. Erstens bekommt ihr das niemals so richtig gut gemischt, dass das wirklich alles vernünftig homogen vermischt ist. Zweitens ist es auch so eine Sache, das Beet ist halt nicht aus Holz. Es ist leicht flexibel in dem Sinne, solange es noch nicht ganz voll ist. Und auch wenn ihr das da anfängt zu mischen, das ist echt nicht das Gefäß zu mischen einfach. Ne? Ja, so viel dazu, Frosch. Die Pilzhyphen, die werden sich auf jeden Fall wiederholen. Blumart digital, wenn du möchtest, selbstverständlich. Wie gesagt, ich empfehle die digitalen nicht mehr. Weil da gab es zu viele Faxen bei Kunden. Ich hatte selber auch Faxen mit den Dingern. Also.
Machete. Ostfriesenhanf, moin. Wie sind die Werte in Ember, in Veggie bzw. Blüte? Also in der Veggie solltet ihr irgendwo zwischen 80 und 100 maximal fahren. Und in der Blüte könnt ihr dann gerne zwischen 100 und 120 fahren. Einfach leicht trockener. Wenn es mal irgendwie auf 60 fällt oder sowas, ist kein Drama. Ne? Also ihr solltet es natürlich nicht auf 60 mm halten, die Feuchtigkeit, weil es einfach zu nass wird. Aber wenn es mal nach dem Gießen so tief fällt, ist das absolut normal. Am nächsten Tag solltet ihr erst auf das Tensiometer schauen, was es dann sagt. Denn dann hat sich erst alles richtig verteilt und dann macht es auch den richtigen Wert oder zeigt es den richtigen Wert. In die andere Richtung ist es so, dass wenn ihr über 140 kommt, ist das schon mal ja recht schwach fürs Bodenleben einfach. Das nimmt schon ein bisschen, das zieht sich ein bisschen zurück einfach. Die meisten Mikroben verkapseln sich etc. etc. Das heißt, aufgrund der fehlenden Feuchtigkeit. Das heißt, die brauchen dann auch wieder ein bisschen länger, bis sie wieder klarkommen, sobald Wasser gegossen wurde. Also ihr habt dann einfach eine Verzögerung halt. Und die Pflanze sollte das nicht haben, wenn ihr die optimal fahren wollt. Deswegen die Idee des Haltens der Feuchtigkeit im Boden. Konstanten. Sorry. Gross Organic. Danke, Mann. Danke, Mann. Macht es Sinn, Summerblätter als Toppress zu verwenden? Das macht es auf jeden Fall. Das kann man machen. Ist dann aber natürlich, das ist schon kein Topdress, das würde ich schon Re-Amanden nennen. Wenn die Mischung, die du in Santa Plata hast, ist praktisch die gleiche in konzentrierter Form, die du in deinem Riesenbeet haben würdest, zum Beispiel. Ne? Enthält aber im Vergleich zu einem Standardmix von uns jetzt für so ein großes Beet, enthält aber schon Mikroben, Mykorrhizas etc. etc. Muss nicht getrennt hinzugefügt werden, was du ja bei einer Mischung im Beet ja noch machen musst. Beziehungsweise man bringt natürlich viel durch den Kompost oder durch den Wurmhumus an mikrobiellem Leben. Aber Sanaplätta ist ja schon das komplette Ding. Nächste Woche 17 Kubikmeter Erde in den Gemüsegarten bringen. Kann nur was werden. Ich glaube, da geht was nicht nur im Schwabenland, sondern in ganz Deutschland. Gefühlt growt jetzt jeder Zehnte. Oder ist das sogar eine Statistik gewesen? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Oh. Wann ist der beste Zeitpunkt für einen SST? Sprouted Seed Tea. In dem Sinne gibt es den besten Zeitpunkt dafür nicht. Genauso wie es den besten Zeitpunkt bei Fermenten nicht gibt eigentlich. Natürlich, wenn du bedenkst, was ein Sprouted Seed Tea so mit sich bringt. Also, entweder hast du ein reges Bodenleben und dann rein theoretisch brauchst du den Sprouted Seed Tea eigentlich gar nicht. Oder du hast, dein Lebenssoil hat gelitten zum Beispiel, weil es trocken wurde, was auch immer. Und du musst das Ganze ein bisschen wiederbeleben. Natürlich würde ich dann auf jeden Fall sowas nutzen. Dann würde ich auch Fermente nutzen, dann würde ich Sprouted Seed Teas nutzen, Compost Teas etc. etc. Das ist wie gesagt je nach Situation. Ghostbuster! Je nach Situation ist das sehr individuell anzuwenden. Bei 300 Liter auf jeden Fall. Entweder zurück in Säcke oder in der Plane. Exakt. Genau. Plane einfach an vier Ecken packen, wenn es geht, wenn es technisch machbar ist, zusammenbinden, irgendwie so einen Ball reifen lassen, ist immer gut. Sprühst du Neemöl als IPM oder nur akut? Ich sprühe gar kein Neemöl. Ich glaube, ich habe das letzte Mal Neem angewendet als Öl vor Jahren. Das ist sicherlich 7 Jahre. Ich glaube, so was. Das heißt, wenn es sein muss, warum auch immer, also ich finde, es gibt immer andere Wege, bevor ich vor allem Neemöl nehmen würde, da würde ich eher zu Pyretrin greifen.
Denn Piretrin wird da auf jeden Fall viel weniger Faxen machen, sage ich jetzt mal. Es ist anwendungsfreundlicher, finde ich, als Neemöl. Und allgemein, ich würde wirklich, wenn es schon hart sein soll, dann zu Piretrin greifen. Ansonsten natürlich zu Nützlingen. Also nicht wirklich. Neemöl ist nicht mein Freund. Wenn es organisches Neemöl ist und du einen relativ natürlichen Emulgator hast, ist das noch absolut okay. Aber da fängt das Problem halt an, ne? Dass die meisten Neem-basierenden Öle oder Produkte entweder synthetisch sind oder halt einfach nur pures Gift in dem Sinne. Oder einfach nur, ja, nicht wirklich anwendungsfreundlich, ja, weil ihr das Öl dann wirklich irgendwie, ihr braucht einen Emulgator, damit ihr das in Wasser lösen könnt, das Öl. Das heißt, ihr müsst da irgendeinen Emulgator dazugeben. Wenn ihr ein Produkt kauft, wo ein Emulgator schon drin ist, da haben wir das Problem, dass es meistens synthetisch dann ist, ne? Das ist ein bisschen kompliziert, das ist ein bisschen tricky. Piretrin ist ja in Spruzid drin, oder? Ja, richtig. Aber Piretrin, das, was in Spruzid drin ist, da sind ja noch andere Sachen drin. Ich finde, das Spruzidzeug mag es dann wirklich tatsächlich fast bio sein. Es ist schwach. Es ist echt schwach. Dann lieber sauberes, pures Piretrin. Und das empfinde ich immer noch als die beste Variante. Thomas Bros, Gift, egal ob aus Natur oder Synthetik, ist Gift. Du hast vollkommen recht. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass es nun mal etwas vergiftet. Ne? Irgendein Insekt oder was auch immer. Das Ding ist, wie du es schreibst, ich bin da der Letzte, der das befürwortet. Und wirklich, ich empfehle das auch nur wirklich in Fällen, wo jemand wirklich schon am Untergehen ist, weil er aber auch meistens aufgrund seiner eigenen verpeilt halt, weil er sein IPM-Management einfach nicht unter Kontrolle hat, irgendeine Mega-Plage hat und dann wirklich alles am Untergehen ist und dann versucht man das noch zu retten, dann kann man es halt meistens nur mit solchen Sachen retten, weil vorher einfach geschlafen wurde. Trotzdem finde ich immer noch, dass synthetische Gifte, welche definitiv auf der Pflanze bleiben, zu einem größten Teil und einfach nicht wegzuwaschen sind oder sich nicht von alleine dekontaminieren, finde ich zum Beispiel, Piretrin ist dann noch so eine Alternative, weil Studien belegen definitiv, dass sich das Piretrin zerlegt und wirklich zersetzt und am Ende nichts übrig bleibt. So, auf der anderen Seite, ja, es ist ein Gift, es wird euch eure Nützlinge zum Beispiel killen, es wird alles andere auch killen, halt so, genauso wie das Insekt, was ihr eigentlich loswerden wollt. Am Ende ist es so ein bisschen wie mit Antibiotika. Bringen einen Nutzen, aber machen eine Menge Schaden. Also man muss da wirklich immer die Relation, in der das zueinander steht, abwägen, ob das Sinn macht oder nicht, ne? Also lieber Piretrin als Konzentrat holen und selber mischen. Also vor allem nichts von Bayer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Thomas. Ja, es ist wirklich gar nicht erst so weit kommen lassen. Dann habt ihr ein Entspa macht doch arbeitet einfach prophylaktisch. Erspart euch dieses ganze Gehetze nachher und Geld ausgeben auf die Schnelle, weil alles am Brennen ist. Greift gar nicht erst zum Feuerlöscher, sondern versucht das Ganze einfach mit Plan im Voraus alles durchzuziehen, so dass ihr Probleme aus dem Weg geht. Also prophylaktisch arbeiten. Ne? Da kann man wirklich super viel machen. Das ist ja, das IPM-Management ist nun mal eine wichtige Sache. Und wer ein Beet da stehen hat und nicht nur zwei Töpfe, sollte sich da auch ernste Gedanken drüber machen. Denn wer das so, ja, vernachlässigt, der macht sich nicht unbedingt vielleicht den Soil kaputt, aber er macht sich vielleicht den Grow kaputt und hat dann eine Menge Schädlinge, die auch erstmal irgendwie loswerden muss, etc. etc. Es ist wirklich, Vorsorge ist immer noch das Beste und deswegen gibt es das IPM. Ja, Integrated Pest Management. Und das sollte man auch wirklich praktizieren. Wo ihr meistens nicht viel machen könnt oder ja, sind Trauermücken. Trauermücken sind einfach die Helden des jeden Grows.
Und Leute haben da immer noch so wilde Ideen von wegen, ja, das Substrat stand draußen und beim Händler, der Händler ist schuld, der hat das Substrat da draußen stehen lassen, das hat sich infiziert. Verabschiedet euch von solchen Ideen, das ist einfach purer Quatsch. Trauermücken sind einfach überall. Die sind wirklich wie Mikroben, wie Pilze, was auch immer, die sind einfach überall. Ja, die Welt ist voll von Trauermücken und wenn man denen die Opportunity gibt, das sind auch deswegen alles Opportunisten, wie Mikroben im Endeffekt, wie andere Insekten. Wenn es dort was zu essen gibt oder irgendwie einen Lebensraum, der günstig ist, dann werden sie auch dorthin kommen. Machen wir ja nicht anders als Menschen, oder? Deswegen wundert euch nicht, wenn ihr da halt ein Substrat kauft, was direkt vom Händler kommt und trotzdem Trauermücken drin hat. Weil es einfach von vornherein schon, weil es nicht desinfiziert ist, das Substrat oder sonst irgendwas. Ja, ich weiß nicht, es gibt Substrate, die sind wahrscheinlich irgendwie schon vordesinfiziert oder irgendein Quatsch, gibt es alles. Aber ich rede jetzt von normalen Biosubstraten. Das ist einfach Part des ganzen Games und da müsst ihr natürlich gucken, dass ihr vernünftig arbeitet. Das erste Schritt sind immer Nematoden. Okay, bevor ihr irgendwie irre werdet, einfach vernünftige Nematoden holen, nicht über Amazon. Holt euch die von irgendeinem vernünftigen Legit-Händler, der viele von den Dingern verkauft, dann wird er die auch immer frisch haben. Guckt, dass die bei euch ankommen und dass ihr dann vernünftig die Sache vorbereitet, nicht einfach den Beutel nehmen, ins Wasser schmeißen, umrühren, gießen, das ist nicht der Weg. Man muss die Temperatur angleichen, damit die Nematoden das überhaupt erst überleben, diesen Temperaturschock. Und das sind so Sachen, die müsst ihr einfach einhalten, damit das Produkt am Ende wirkt. Trotzdem, erster Schritt, Nematoden. Wenn Nematoden nichts zu bringen scheinen, weil die Population sich weiter an Trauermücken weiter steigert und vermehrt, heißt das noch lange nicht, dass die Nematoden nicht wirken. Ja, das ist auch so ein Aberglaube. Natürlich könnt ihr nachschießen und mehr Nematoden reinbringen. Das ist auch kein Problem, das wird schon klar gehen. Aber es ist so, dass ihr einfach verstehen müsst, dass die Trauermücke nicht nur irgendwie 2-3 Zyklen, also Lebenszyklen hat, bis sie, bevor sie rauskommt und ihr die dann zu sehen bekommt. Da ist eine ganze Kette von Zyklen, durch die Trauermücke geht. Und diese finden nun mal im Boden statt. Das, was ihr seht, ist nur ein Stadium dieses Insekts. Okay? So, der andere findet einfach im Boden statt und den seht ihr nicht. So, das heißt aber, wenn ihr jetzt etwas mit Nematoden gegen die Trauermücke getan habt, killen die Nematoden meistens die Larven etc. etc. Aber die restlichen Stadien, die schon fortgeschrittener sind als das Larvenstadium, die werden auf jeden Fall weitergeboren, also die werden sich weiter verpuppen und werden dann auch rauskommen. Das heißt, nach den Nematoden wundert euch nicht, wenn dann noch 2, 3, 4 Wochen sogar immer noch Trauermücken nachkommen, weil die kommen wirklich wie aus so Magazinen nachgeschossen. Und bis das vorbei ist, dauert es einfach. Also da auch nicht in Panik verfallen. Ich weiß, es gibt Fälle, da habe ich auch so einen oder anderen Kunden gehabt, oder habe ich den immer noch. Es gab Fälle, wo man einfach wirklich nicht Herr wurde, ne, der ganzen Sache. Und die Trauermücken haben echt eine riesen Plage, trotz des richtigen, der richtigen Anwendung, dies und jenes und so weiter. Also es ging wirklich einfach nicht mit den herkömmlichen Mitteln, sage ich jetzt mal. Wenn es soweit ist, dann kann man immer noch Bacillus thuringiensis anwenden. Bacillus thuringiensis ist ein biologisches Mittel, das frisst auf jeden Fall die Larven, beziehungsweise völliger Schwachsinn, es frisst nicht die Larven, sondern es vergiftet die Larven in dem Sinne, dass deren Verdauungstrakt einfach Schrott geht und die praktisch, ja, so ein bisschen wie Salmonellen halt, ne? So, die gehen da auf jeden Fall drauf. Und das Zeug wird gegossen. Man kann das gegen Raupen, die oberhalb des Bodens sind, kann man das sprühen. Die fressen das auch, vergiften sich und so weiter. Im Boden muss man es natürlich gegen Trauermücken gießen. Man muss es da reinbekommen. Und Bacillus thuringiensis ist die ultimative Waffe eigentlich so gegen die Trauermücken. Wobei ich echt sagen muss, dass ich nicht direkt auf Bacillus thuringiensis gehen würde. Ich würde wirklich erst den richtigen Weg gehen, also Nematoden und so weiter. Und es bringt euch nichts, euren Boden auszutrocknen. Vergisst auch diese ganze Geschichte. Soweit könnt ihr den gar nicht austrocknen, um nicht euer ganzes Bodenleben zu killen. Also das ist totaler Schwachsinn, ist der falsche Weg.
Wie gesagt, wenn Nematoden nichts mehr helfen, dann kann man halt mit Bacillus für den ganzen was machen. So. Trotzdem, wie gesagt, erstmal der Reihe nach. Denn Bacillus thuringiensis ist absolut sicher, aber zum Beispiel verdammt teuer. Und den müsst ihr auch mehrmals anwenden. Das heißt, das ist, ist ein höherer Aufwand, finde ich, als mit den Nematoden. Und ja, muss nicht sein. Ja. Muss einfach nicht sein. Nematoden sind da wirklich konkreter. So, gucken wir weiter. Weil da könnte man noch stundenlang drüber reden. Mr. Biotherp, was hast du denn heute für einen Schrott im Joint? Mein Lieber, das ist kein Schrott, das ist wirklich gutes Zeug. Ich versuche das mal, das ist immer so traurig. Ja. Wie kann man das denn zeigen, damit ihr das irgendwie sehen könnt? Ohne diesen Scheiß mit der Kamera geht das so. Versuchen wir es mal. Wir werden sehen. Okay. Ich muss es wohl noch näher bringen. Jesus. Es ist auf jeden Fall wundervoll violett. Das kann ich sagen. Und es riecht extrem. Das Ganze hier riecht einfach richtig krasses Zeug geworden. Das ist von meiner Ernte. Ich glaube, eine Woche braucht es noch, dann ist es richtig, richtig gut durch. Traumücken habe ich gar nicht mehr, seit Hypoapsis ins Heu sind. Ja, perfekt. Wie gesagt, Nützlinge. Man muss natürlich auch den richtigen Nützling finden oder das richtige Mittel, weil es bringt nichts, wenn ihr den Nützlingen, die ihr da reinlasst in euer System, natürlich nicht die richtigen Bedingungen bietet, weil es zu trocken ist, weil es zu kalt ist, weil was auch immer. Ja, das muss natürlich auch passen. Aber meistens geht es den Pflanzen genauso gut wie den Nützlingen, wenn alles passt. Deswegen, VPD beachten zum Beispiel. Da ist das Stichwort. Digga, diese Viecher gehen mir brutal auf den Sack. Wie gesagt. Endgegner. Ja? So ein chilliger, ruhiger Endgegner auf jeden Fall. Der aber nicht aufgibt. All Mountain Farming. Heimann. Ist das die Dossidos? Nein. Das ist die Lit Farms, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, was es war. Es könnte Georgia Cheesecake gewesen sein oder irgendwie sowas. Bin ich aber nicht sicher. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei Trauermücken, allgemein IPM etc. etc. Habt ihr da noch irgendwelche Fragen zu? Stellt sie hier, damit ich die nachher nicht über den Messenger beantworten muss. Ja, die Pflanzen hängen wirklich noch die Buds hängen noch an den Stielen. Also die ganzen Pflanzen hängen immer noch so, wie ich sie nach der Ernte aufgehangen habe. Bei 17 Grad und 55, knapp 60 Liter Feuchtigkeit. Ach so, Trauermücken zustande. Was heißt, wie die zustande kommen? Die sind so zustande gekommen wie alle Lebewesen. Die sind Part der Natur. Nur wie schon vorhin erwähnt, ist es so, dass wenn man natürlich bestimmten Insekten oder Allgemeinlebewesen halt es nett macht und es günstig macht, dort zu leben, dann wird dort Party gemacht halt, wird sich vermehrt, wird gegessen etc. 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 Ganz normale Sache, also eigentlich nichts Wildes. Das ist das Gleiche, was wir im Endeffekt machen. Ist es schön warm und stimmt das Wetter und sonst, es gibt genug Essen und gute Musik, dann seid ihr auch anders drauf, als wenn es Winter ist und es nass, kalt ist. Da habt ihr auch keinen Bock auf gar nichts. So. Und in so einem Living Soil, zu den Zuständen, die dort herrschen,
wenn Pflanzen drin stehen, freut sich ihre Traumücke, gar keine Frage. Stoner Bazaar, moin. Aber grundsätzlich, ja, die kommen schon mit dem Substrat meistens mit. Selten von außen, also von außen kann es auch sein, aber meistens sind die einfach, irgendeine Larve ist im Substrat und da reicht eine. Ihr habt im ersten Grow keine Trauermücken, im zweiten eigentlich fast garantiert. Obwohl ich dieses Mal, muss ich sagen, bei meinem eigenen Grow, wo ich diese Pflanzen hier gezogen habe, nicht erwähnenswert. Ich hatte aber Nematoden gegossen natürlich, etc. etc. Aber es war keine Plage, das waren vielleicht, ich habe da weiß ich nicht, 10, 15 Trauermücken täglich gesehen. Das war es auch schon und damit kann man glaube ich leben. Da muss man jetzt nicht Berge verschieben, um die loszuwerden. Hast du schon mal von einer Blattanwendung von SF-Nematoden gehört? Habe ich auf der Katz-Webseite gelesen. Ja, aber die Nematoden bei Licht? Dubios. Aber vielleicht gibt es da irgendeine rationale Erklärung zu. Will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Nur die kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen, so richtig. Deswegen. Jamal, moin. Ja, Trauermücken. Okay, was haben wir noch? Wie gesagt, haut eure Fragen raus. Macht es jetzt, damit ich mehr Zeit habe später. Trauermücken kann wirklich ein Pain in the ass sein ohne Ende. Was haben wir noch? Spinnmilben. Spinnmilben ist der zweite Endgegner, denke ich mal, für die meisten. Und da geht es weiter, zum Beispiel im Thema Feuchtigkeit runterfahren in der Blüte, bis Wüstenzustände herrschen. Völliger Schwachsinn, absolut abwegig. Haltet den VPD ein, kann ich nur nochmals sagen. Es wird euch, also das machen die meisten ja aus ihrer Angst einfach vor Budrot, Mehltau etc. etc. in der Blüte. Das wird aber nicht viel bringen, sage ich jetzt mal, denn die Pflanze will immer noch ganz normal atmen und funktionieren und ihre Säfte transportieren etc. etc. Und das kann sie immer noch, ob sie in der Veggie oder in der Flower ist, das kann sie immer noch nur zu den richtigen Zuständen. Also der VPD sollte auf jeden Fall stimmen, auch in der Blüte. Und dieser ganze Quark mit den Feuchtigkeit auf 40% oder 30% oder was auch immer, nur aus Angst vor Schimmel, ist der falsche Weg. Und dann habt ihr auch ganz schnell Spinnmilben. Im Living Soil ist es so, dass Spinnmilben einfach da sind. Früher oder später sind sie da. Ob sie ausbrechen oder nicht, liegt natürlich an euren Nützlingen, liegt an eben der Feuchtigkeit und so weiter und so fort. Also ich habe in meinem Beet, habe ich in der Ecke definitiv so ein kleines Nest an Spinnmilben. Und die haben den ganzen Grow über die Fresse gehalten. Also die sind nicht einmal explodiert, es kam einfach gar nichts. Ne? Aber ich habe auch die ganze Blüte mit 60% durchgefahren und das ist bei Living Soil einfach überhaupt kein Problem. Das müsst ihr einfach akzeptieren und begreifen, dass die Pflanze einfach Abwehrkräfte hat, die sie sonst bei einem Hydro- oder Mineral Grow einfach nicht hat. Die Pflanze ist eventuell noch gut behandelt von euch, im Sinne von, ihr habt ein Ferment zum Beispiel Folie angewendet. Am besten zum Beispiel Ackerschachtelhalm. Das Ganze ist halt schön überzogen mit Lactobacillus plus noch mit stärkenden, also zellwandstärkenden Inhaltsstoffen im Ferment. Und das ist das, wie ihr eure Pflanze im Endeffekt gesund haltet und euch dann solche Sachen vom Hals habt. Weil das ist alles, wie gesagt, wenn die Pflanze gesund ist, so, dann werdet ihr kein Mehltau haben, kein Schimmel, kein Budrot im Sinne etc. etc. Das sind alles Anzeichen von einer kranken Pflanze im Endeffekt. Max Terps, moin mein Bester, was geht? Kam mir auch dubios vor, muss wohl in einer speziellen Lösung sein, welche nicht so schnell austrocknet wie Wasser. Aber es geht nicht nur um die Feuchtigkeit, natürlich ist das ein Faktor, aber das Licht alleine. Das sehe ich kritisch mit dem Licht, weil
Da stehen Nematoden eigentlich gar nicht so wirklich drauf. Die sind schon auch lichtempfindlich teilweise. Ich drehe mir noch ein. Wer von euch hat vor, Living Soil zu starten, hat aber Schiss davor? Das habe ich jetzt schon so oft gehört, fällt mir gerade ein. Das habe ich jetzt schon so oft gehört von Peoples, die mich angeschrieben haben und wollten mehr wissen, etc. Und da hieß es sehr oft, ich habe Angst, dass es schief geht. Das ist eine Sache. Und dann habe ich da so einen Brocken Erde. Wie gesagt, das ist die eine Angst. Aber es wird nicht schief gehen, solange ihr alles befolgt, was ich sage. Auf der anderen Seite hatten die Leute Angst davor, dass es halt nur ein, ja, ist schon ein Brocken Erde. Und was passiert, wenn ich umziehe? Was passiert, wenn, was auch immer? Also mittlerweile fällt wenigstens, mein Gott, wie viele Kunden hatte ich, die wirklich die ganze Welt in Bewegung gesetzt haben und sich echt mega Stress und bestimmt 5 Jahre gealtert sind dabei. Wenn der Ableser kam von Strom oder sonst was. Mein Gott, das Ganze abbauen oder wegfahren, wie auch immer, nur damit der Typ da für 5 Minuten reinkommt und dann wieder das Ganze starten. Dieser Schwachsinn ist zum Glück vorbei. Ne? Das ist wirklich, finde ich, eine, wow, eine Errungenschaft, weil es einfach jetzt endlich legal ist in dem Sinne. Aber das fällt weg. Trotzdem, das Thema des Umziehens, das Thema des irgendwie, wo auch immer, hinverfrachten. Ihr könnt das machen, ihr könnt das Beet abbauen. In dem Sinne, ihr holt natürlich den ganzen Zoll raus, gießt ihn vorher noch vernünftig, so wie er sein soll. Ihr holt den Zoll in Bags oder was auch immer, Container raus, zieht oben, baut das Beet auf, schüttet den ganzen Kram wieder rein. Es ist natürlich suboptimal. Es ist aber nicht, also es ist kein Todesurteil. Ne? Euer Zoll wird nicht schlechter, euer Zoll wird nicht wie auch immer. Es muss sich einfach einiges neu etablieren, nicht alles, aber einiges muss einfach neu entstehen, etc. etc. Das kostet euch vielleicht 1 Woche oder 2 Wochen eurer Zeit, ja, wo ihr dann vielleicht abwarten solltet, einfach vielleicht ein Kompost drüber gießen, etc. etc. Und dann geht das auch ganz normal wieder los. Zu der anderen Sache, dass es schief gehen kann. Alles kann schief gehen, es gibt keine Garantie. Ich gebe euch trotzdem die Garantie, wenn ihr vernünftig zuhört und befolgt, was ich sage, und das Ganze so und so macht und daraus lernt, dann wird nichts schief gehen. Wie bei den ganzen Hunderten von Kunden seit x Jahren schon mittlerweile. Ich glaube, ich habe hier einige, die schon seit 5, 6 Jahren dabei sind. Es wird besser und nicht schlechter. Die Jungs haben damals gut von mir gelernt. In den ganzen Unterhaltungen, die wir hatten, über Messenger oder sonst wie. Und jetzt bekomme ich einfach nur noch schöne Bilder von den Jungs und die fahren selbst. Die haben ihren eigenen Weg gefunden beim Living Soil. Die haben relativ wenige Fragen mittlerweile und sind absolut happy darüber und ja, sind komplett autonom. Also, das ist das Gute. Und ich habe meine Ruhe auch und fertig so. Ne? Also, das ist das Ziel im Endeffekt, euch das beizubringen. Dass ihr das versteht irgendwie und wisst, wie ihr damit umgehen sollt und was ihr daraus dann macht. Eine sehr individuelle Sache im Endeffekt. Nature Goods Department, moin. German Hash Queen. Nicht Schiss, aber ein bisschen Respekt. Warum Respekt? Respekt vor? Vor was? Vor der Natur? Vor der puren Natur, aus der wir alle kommen? Man sollte Respekt vor Chemikalien haben, würde ich sagen. Und allen damit verbundenen Sachen. Aber wir sind halt schon echt ungepolt, wir zivilisierten Menschen. Deswegen kann ich das auch nachvollziehen. Aber wie gesagt, würde mich interessieren, was du meinst mit Rissen. Also, wie dein Respekt davor aussieht, konkret. What the fuck, bei so einer kleinen Ecke mit Spinnmilben könnte ich nicht ruhig, könnte ich nicht ruhig schlafen. Ich will auch demnächst ein Beet starten, hab aber echt Schiss bei den ganzen Themen, die du besprichst. Ja, siehst du, da sprichst du aus der Seele praktisch. Wo sitzt die Angst?
Würde ich sehr gerne konkret hören, wo die größte Angst ist. Stichworte. Haus raus. Was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung bei Living Soil? Die größte Herausforderung bei Living Soil ist das Anmischen, wirklich. Das geht richtig in die Knochen, wenn es viel ist. Ne? Die nächste Herausforderung und eigentlich die einzige, muss ich ehrlich sagen, dass ich unterschätze jetzt hier nichts oder spiele nichts runter. Die einzige ist wirklich, sich an dieses Ding hier wirklich zu gewöhnen, damit umgehen zu können und sich daran zu halten. Und da wirklich sein System zu finden. Egal, ob ihr eine Bewässerung eine automatische habt oder per Hand gießt. Ein Tensiometer zu checken, ob es da wirklich richtig funktioniert, ob das Ding hier nicht voller Blasen ist. Und hier ist zum Beispiel eine Blase drin. Ob das Messgerät überhaupt richtig funktioniert. Und dann natürlich auch noch die Werte einzuhalten. Das scheint echt eine Herausforderung für viele zu sein, weil die einfach irgendwie, ich weiß nicht, entweder nicht zuhören oder meinen, ach, ich lasse es ein bisschen trockener werden. Und ja, das ist, wie gesagt, man muss sein Gerät prüfen, man muss gucken, ob das richtig misst und sich nicht einfach so verlassen, bestimmte Sachen einhalten und dann ist man auch eigentlich fein raus. Denn die größten Fehler kommen von den falschen Wässern eines Living Soils. Und da hören auch die ganzen Herausforderungen eigentlich schon auf. Muss ich ehrlich sagen. Noise Grows. Lernen, nicht zu viel zu machen. Richtig. Bei Living Soil ist weniger mehr. Also wirklich. Wenn ihr das alles gestartet habt und das ist dabei, sich zu etablieren, das ganze System, das Cover Crop fängt an zu wachsen, ihr habt eure Pflanzen da drin, etc., etc., dann solltet ihr echt nur im Endeffekt auf die Feuchtigkeit achten. Schaut dem Ganzen einfach zu, vor allem beim ersten Grow. Schaut euch das Ganze an. Wie performt das? Wie läuft das? Wie entwickelt sich das und so weiter? Fummelt nicht zu viel rum, etc., etc. Dazu kommt noch Zeit, wer es nötig hat. Es gibt viele Leute, die möchten einfach viel machen, was ja auch absolut verständlich ist. Aber grundsätzlich weniger ist mehr bei Living Soil in dem Sinne. Die Angst nimmst du mir mit deinem Streams, okay? Nach und nach nehme ich all dein Wissen auf und starte dann irgendwann. Sehr cool, das freut mich. Irgendein deutscher Typ. Sehr lehrreich und unterhaltsam deine Videos. Danke, Mann. Weiß ich zu schätzen, danke. Man muss auch die Länge vom Tensiometer vom angezeigten Messwert abziehen. Ja, 10 Ember pro 10 cm Länge. Das Ganze gilt, so wie ich es gelernt habe, ab ca. 10 cm Länge. Also sollte man eigentlich auch noch 10 cm abziehen, bevor man die anderen Sachen abzieht. Ne? Aber pass auf, es ist so, die meisten haben 30 cm Tensiometer, die 30 cm lang sind. Die steckt man dann, die 20 cm steckt man rein. Man hat dann so, ja, 10 Ember, 20 Ember Unterschied, nach oben, nach unten, wie auch immer, das wird keinen umbringen. Wir reden hier über ein Sweet Spot irgendwie, den jeder selber rausfinden muss. Und das werdet ihr einfach, weil jeder andere Konditionen zu Hause hat. Und bei dem einen ist es trockener und heißer, etc., etc., bei dem anderen ist es so und so. Und da, wie gesagt, da steigt man irgendwann mit der Zeit halt rein. Empfehlung für ein Tensiometer, auf jeden Fall. Die von MMM heißen die oder von Stelzner, glaube ich. Das ist hier eins von MMM. Da gibt es aber noch ein besseres, das ist ein bisschen teurer. Aber das ist schon ganz nice. MMM heißt die Firma oder Stelzner sind die anderen. Die sind etwas günstiger, meine ich, aber ich kann mich irren. Es könnte auch sein, dass die auch teurere Versionen haben, die richtig was taugen. Wie gesagt, es ist ein analoges Gerät. Es misst wirklich eins zu eins die Zustände, die auf diesem Planeten herrschen normal. Und das ist die Saugspannung im Boden. Und das Ding lügt einfach nicht, ne? Wenn es richtig geeicht ist, wenn es richtig funktioniert, etc., etc. So, das heißt, wir haben hier einfach, und das merkt ihr auch, also die Saugspannung, die besteht ja immer noch, weil das Ding halt hier diesen Unterdruck nun mal immer noch hat. Wenn ich das jetzt öffne, wenn ihr auf die Anzeige achtet, wenn ich es öffne, gleiche ich wieder den Druck aus. Das heißt, Moment, wenn das jetzt einfach wäre. Okay, zack, dürfte jetzt auf 0 sein.
So, weil der Druck natürlich, der Unterdruck abgefallen ist komplett. So, das heißt, ich stecke es dann wieder in den Boden und wieder wird die Saugspannung im Endeffekt diesen Unterdruck erzeugen. Das heißt, das ist ein analoges Gerät, was eigentlich keine wirklichen Fehler, es sei denn einfach Produktionsfehler, haben kann. Alle elektronischen Geräte, die messen mit irgendeiner Art Sonde oder was auch immer, müssen es dann auch noch interpretieren und digital darstellen. Das heißt, da haben wir einfach mehrere Fehlerquellen, meiner Meinung nach. Und vor allem, das haben die, die Blumat, die Blumat-Tensiometer gezeigt, dass die können schon ein richtiger Fail sein. So, wo sind wir hier? Mein Gott, Frosch im Hals. Die Sonntagsjoints. Beet kann ich nur empfehlen. Ist so einfach. Killer Kalle. Ja, Mann. Du bist ja auch schon ein bisschen dabei. Blütenboss. Ich werde auch bald auf Living Soul umsteigen. Freut mich. Sehr cool. Du wirst nicht enttäuscht werden. Bin ich ziemlich sicher. Je nachdem Living Soul, den du dir zusammenstellst, selbstverständlich. Was ist die richtige Feuchte? Das habe ich vorhin schon erwähnt. Das ist in der Veggie zum Beispiel zwischen 80 und 100, in der Blüte dann zwischen 100 und 120. Das ist so, vereinfacht ist das alles. Ne? Man kann da wirklich noch ganz anders mit der Sache spielen, aber das sind so die Werte. Wenn du, auch wenn du genau bei 100, wenn du den ganzen Grow mit 100 durchziehst, ja, und das dein Wert bleibt, wird trotzdem einigermaßen alles gut. Also es ist jetzt nicht so, dass das problematisch ist. Aber man kann das wirklich ein bisschen steuern. Es geht um das mikrobielle Leben etc. etc. im Boden, was man auch so ein bisschen beeinflusst mit der Feuchtigkeit, beziehungsweise ziemlich stark eigentlich. Sorry, komm mal. Frosch. Genau. So, das zum Thema Tensiometer, Feuchtigkeit im Boden. Und wie gesagt, VPD nicht vergessen, ist ein sehr wichtiger Aspekt, den die meisten ja, entweder noch nie gehört haben oder einfach ignorieren oder meinen, das nicht beeinflussen zu können. Ja, sollte man lernen. Beziehungsweise ein wichtiger Faktor, was jetzt zum Beispiel, wenn ihr die Feuchtigkeit steigern möchtet in eurem Zelt, bitte setzt euch kein Befeuchter in das Zelt. Die Feuchtigkeit wird sofort rausgesaugt. Wenn das Zelt groß genug ist, dann erreicht ihr das schon irgendwie, dass da Feuchtigkeit steigt. Aber trotzdem, es ist ja suboptimal. Ihr müsst schon die Feuchtigkeit in dem Raum haben, in dem das Zelt steht und aus dem Raum die Luft angesaugt wird, welche im Endeffekt im Zelt landet. Das heißt, befeuchtet den Raum, weil die Luft ja eh in das Zelt geht. Also habt ihr da eine viel homogenere Feuchtigkeit in der Luft im Endeffekt. Das heißt, das sind so Sachen, die man bedenken sollte. Man. Ich habe noch pH minus. Leitungswasser korrigieren oder nicht? Gibt das pH minus irgendeinem Freund, der immer noch sich mit Mineral Growth vergiftet oder sonst was? Oder entsorge es? Denn bei Living Soil wird das Wasser nicht korrigiert. Also, es ist vollkommen egal, was aus eurer Leitung kommt. Was heißt vollkommen egal? Das ist natürlich übertrieben, aber solange es trinkbar ist, oder die Stadtwerke sagen, dass es trinkbar ist, dann sehe ich da kein Problem. Ob der pH-Wert jetzt bei 6,5 oder bei 8 liegt, natürlich bringt das eine wie das andere so ein paar Extremen. So ein paar Nebeneffekte mit sich, die nicht immer gut sind auf Dauer etc. Aber das kann man noch, denke ich mal, vernachlässigen in erster Linie. Der pH-Wert wird nicht angepasst, denn das machen schon im Boden die Mikroben im Endeffekt. Ja. Das heißt, ihr könnt da wirklich Wasser abstehen lassen, 24 Stunden oder ein paar Stunden belüften, 2-3 Stunden, dann ist es auch okay. Ja, dann geht es schneller halt.
Ansonsten abstehen lassen und mit Leitungswasser, ganz normal Wasser aus der Leitung kommt, gießen. Auf gar keinen Fall Wasser anpassen. Grow Diaries. Wenn sich alles was beruhigt hat, werde ich nach dem nächsten Run auch auf ein Beet umstatten. Ja, Mann. Momentan herrscht noch Chaos. Und bei zu viel Luftfeuchtigkeit ein Tipp, ja, ein Trockner auf jeden Fall. Ein Feuchter halt, ne? Da gibt es wirklich nette Geräte, die wirklich bezahlbar sind, für die, also Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar, finde ich. Das ist die Firma Trotec, T-R-O-T-E-K, nicht C. Trotec ist eine Firma, die sitzt in Deutschland und ich habe mehrere Geräte von dieser Firma. Ich schwöre auf diese Marke einfach und es ist nicht der klassische China-Scheiß, es ist irgendwie... Wahrscheinlich ein Part natürlich in China, weil es in Deutschland einfach nicht machbar ist. Aber der Rest ist wirklich, die machen auch Service von den Geräten. Das ist nicht dieses typische Rein- und Raus-Spiel, dass wenn irgendwas kaputt ist, sofort auf die Müllhalde. Die reparieren die Geräte auch und so weiter und so fort. Machen auch professionelle Geräte im großen Stil. Trotec kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Weil wenn ihr euch irgendwas von Amazon holt, auch wenn da steht, dass da 20 Liter Leistung pro Tag oder sowas ist, glaubt dem Quark nicht. Wenn Trotec schreibt 20 Liter, dann sind es auch 20 Liter, kein Scheiß. Na, wenn so viel Feuchtigkeit in der Luft ist, dann habt ihr am Ende des Tages wirklich 20 Liter in dem Kanister, die rausgezogen wurden. Was hältst du von Crop Steering bei Living Soil? Also in der Veggie gleichmäßig feucht halten und in Blüte mehr Drybacks. Ja, natürlich. Das Ding ist aber einfach, wie weit du gehst mit den Drybacks. Denn es muss ja auch irgendwie Sinn machen. Der Sinn ist nicht, das mikrobielle Leben zu killen, beziehungsweise es wird nicht absterben, nur weil es zwei Tage lang irgendwie trockener war. Ne? Das muss man auch berücksichtigen. Es hat schon, das ganze mikrobielle Leben hat schon die eigenen Mechanismen, vor allem in einem gesunden Living Soil, um solche Sachen auch zu überleben. Und solche Sachen, was dich nicht umbringt, macht dich härter, führen dazu im Endeffekt, dass sich das Ganze sogar noch vielleicht stabilisiert, besser entwickelt und ja, das sind so kleine Pushs, die das Ganze resistenter machen. Das sind halt Stressfaktoren, die wie bei uns bis zu einem bestimmten gesunden Punkt einfach uns härter machen, sage ich jetzt mal. Ja. Das gleiche passiert im Boden. Solche Drybacks, wenn kontrolliert und nicht zu lang, sind nichts Negatives, ne? Eher positiv. Das auf jeden Fall. Beziehungsweise wechseln auch vegetativ. Steering in der Blüte Woche 4 bis 6. Für mich hat das Ganze, was du jetzt meinst, das ist also wirklich die Natur im Endeffekt nachzuahmen. Das heißt, wir haben in der Vegetation vor der Blüte haben wir natürlich viel mehr Wasser zur Verfügung, so soll es ja auch sein. In einer gesunden Natur, in einem gesunden System wäre das auch so, dass wir halt zu der Zeit, wo die Pflanze wächst, die Lichtstunden stimmen etc. etc. fürs Wachstum einfach da sind. Haben wir einfach mehr Regenfälle, mehr Feuchtigkeit im Boden, dies und jenes. So, dann kommt der Sommer, es wird immer heißer und trockener, die Regenfälle hören nach und nach auf, es gibt einfach trockenere Phasen. Dann wird meistens kurz darauf dann der Tag kürzer etc. Die Pflanze geht in Blüte und deswegen diese trockene Phase ist mit der Blütezeit verbunden, grob gesagt. Was nicht bedeutet, dass es nicht auch mal regnen kann. Ne? Und es kann auch richtig regnen im Sommer, wie die meisten ja wahrscheinlich wissen, kann es auch richtige Wolkenbrüche geben. Das heißt, wir haben da wirklich dann einfach nochmal so einen Schuss an Feuchtigkeit zusätzlich in dem Sommer, wo es schon mega trocken ist. Ich rede hier von einer wirklich gut funktionierenden Umgebung. Ja? Und das ist das, was man nachahmen kann. Das ist die Natur pur. So passiert es in der Natur. So mögen es Pflanzen einfach, so mag es das mikrobielle Leben. Deswegen, das kann man auf jeden Fall machen. Wenn man das am besten noch dokumentiert, wann man wie was gemacht hat, hat man auch vielleicht auch irgendwann einen Plan, der tatsächlich einen Unterschied macht am Endergebnis, als wenn man das gar nicht betreibt. Das sind aber halt, wie gesagt, so Spielereien. Wenn man das einmal mit dem Living Soil drauf hat, dann kann man solche Sachen wirklich, ja, dann kann man sowas praktizieren.
Und dann macht das Ganze auch Fun, weil dann kann man tatsächlich Sachen beeinflussen und vielleicht noch ein bisschen alles boosten in dem Sinne. Ich werde auch nach dem jetzigen Run aufs Bild umsteigen. Icon. Dann gleich mit Klimaanlage oder nur ein Feuchter reicht. Ich weiß nicht, wie heiß es bei dir wird, ne? Aber ich würde erstmal eigentlich, ein Feuchter sollte wirklich reichen. Trotec ist richtig gut und empfehlenswert, ja. Das ist definitiv die Marke. Trotec hatte ich auch anfangs, mittlerweile bei Klarstein und auch sehr zufrieden. Okay. Kenne ich gar nicht. Grober Startpreis für ein Beet auf 120x120 für 6 Pflanzen. Also du hast ein Zelt, 120x120 gehe ich von aus, und du hast ein Beet da drin, dann zum Beispiel 110x110. Das sind dann 400 noch was Liter, knappe 500 Liter. Die Basisversion, wie ich am Anfang des Videos eigentlich erwähnt habe, es gibt ein Rezept von mir, was ihr dann erhalten könnt, wo ich euch dann praktisch die Basismischung für den Living Soil aufstelle, plus noch optional die Zusätze. Die müsst ihr nicht nehmen, die könnt ihr natürlich nehmen, je nach Budget, nach Bock, wie auch immer. Aber das Basisrezept für so ein Beet ohne Substrat, ich rede jetzt nur von den Amendments, startet irgendwo bei 300 Euro. Das Zusätzliche dazu, 250 so ungefähr. Das ist wie gesagt sehr individuell, weil manche haben keinen Bock auf Kompostier, manche haben keinen Bock auf zusätzliche Mikroben, die wollen dann nur mit Kompostier arbeiten. Das kann man wirklich dann individuell stricken. Wie gesagt, kontaktiert mich einfach über die Nummer, die ihr auf der Website habt, über WhatsApp oder Telegram, und dann kann ich euch gerne eine Beispielberechnung machen, und ja, können wir das Ganze angehen. Wo kann ich einen Soiltest machen? Bietet ihr da Hilfe bei der Analyse an? Also du kannst, solltest du, bei Living Soil ist es natürlich ein bisschen kompliziert. Wir haben hier in Europa nicht wirklich die Labore, obwohl hier in Spanien habe ich tatsächlich ein Labor gefunden, was den sogenannten und bei Living Soil eigentlich logischen oder sinnvollsten Test macht. Das ist der Saturated Paste Test. Das ist einfach eine andere Art, wie man den Soil testet, als bei konventionellen Böden. Ob es das in Deutschland gibt, ich glaube immer noch nicht. Wird es aber sicherlich bald geben, da die ganze Grow-Geschichte ja wirklich explodiert, und ich denke, das sollte dann bald kein Problem sein. Und ja, wir können da gerne helfen bei der Analyse etc. Ansonsten hast du noch ein Gerät, was Microbiometer heißt. Sorry an alle Leute, so nebenbei, an alle Leute, die so ein Microbiometer-Ding bestellt haben bei uns in den letzten 2 Wochen. Das Paket, auf das wir gewartet haben mit der ganzen Ladung Microbiometer, ist momentan noch verschollen. Das ist natürlich echt spitze, deswegen werden wir die Sendung wahrscheinlich ohne das Ding, also nur den Rest eurer Bestellung rausschicken, weil sich das schon so lange zieht. Sorry dafür. Aber ja, liegt nicht in unseren Händen, die sind einfach nicht angekommen, und wir warten jetzt auf die nächste Lieferung. Das Microbiometer ist ein Test, ein Soil-Test, den ihr selber zu Hause machen könnt. Eines der effektivsten meiner Meinung nach, wenn ihr einen Living Soil habt, den ihr kennt im Endeffekt, weil ihr wisst ja, wie er zustande kam. Der Tester zeigt euch das Ratio Pilze zu Bakterien in eurem Boden und die Menge der vorhandenen Mikroorganismen, Pilze und so weiter. So, das heißt, ihr habt eigentlich zwei der wichtigsten Werte, die ihr wissen müsst. Lebt überhaupt was in meinem Boden, und in welchem Level ist das Ratio Pilze zu Bakterien richtig oder falsch? Das ist nämlich auch eine ausschlaggebende Sache. Und das ist echt ein cooles Gerät. Ich habe da ein paar Tests gemacht, auch hier in Livestreams von Böden. Die könnt ihr euch in den anderen Streams reinziehen. Die sind gespeichert entweder hier auf Instagram oder auf YouTube. Wie gesagt, nochmal, subscribe bei unserem Kanal, Almi-Kanal auf YouTube, würde mich freuen. So, ich glaube, die Theorie dahinter ist, in der Balkphase nochmal vegetativ zu stirren, um den Masseaufbau zu fördern. Ja, selbstverständlich. Natürlich, wenn Wasser immer weniger wird, kann auch
nicht wirklich Masse entstehen. Die Pflanze wird dann blühen, etc., etc., aber sie bleibt dann halt da, wo es ihr die Natur erlaubt. Ne? So ein extra Schuss Wasser ist schon ein krasser Push auf jeden Fall. Auch wenn es dann nach 3 Tagen wieder ausgetrocknet ist, trotzdem, es füllt wieder Reserven auf. Alles klar, danke dir. Dann weiß ich, in was für eine Preisrichtung es circa geht. Kein Thema. So. So viel dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, wie spät wir es haben. Aber ich denke, meine Themen sind durch. Doch, eins habe ich noch. Die große Angst vieler Leute, dass so ein Beet eine Tonne wiegt. Das ist vollkommen unbegründet. Die meisten denken, so ein Beet wiegt 400 Kilo, 500 Kilo, was auch immer. Ganz anders sieht das aus. Und zwar 50 Liter Substrat müsst ihr circa rechnen, angemischt mit Man-Mans, Feuchtigkeit etc. etc. 50 Liter Substrat wiegen zwischen 15 und 17 Kilo, vielleicht 18 Kilo. Das heißt, ihr könnt euch das ausrechnen. Ihr habt da wirklich keineswegs die 250 Kilo überschritten. Das ist überhaupt kein Thema bei den meisten Häusern oder Decken. Mary Jane, bist du am Start, oder? Mary Jane, bin ich wahrscheinlich da, aber ich habe keinen eigenen Stand in dem Sinne. Also wir stellen nicht aus. Das ist logistisch nicht zu machen. Leider. Wir hätten es gerne gemacht, aber es ist einfach nicht machbar. Fällt dieses Jahr auf jeden Fall flach. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich schon da sein. Einfach um ein paar Peoples zu besuchen. Ich habe ein 550 Liter Beet. Alles kein Problem in der Wohnung. Ja, sicher. Das ist wirklich easy. Da sehe ich keine Probleme, was das Gewicht angeht. Wirklich, schade, dass es immer noch kein Geruchsfernsehen gibt. Das ist einfach der Knaller, das Zeug. Das ist einfach nur super nice. Mal gucken, ob man das sieht. Dieser wundervollen Kamera. Ich sehe das hier mit Verzögerung, das ist echt scheiße. Mal gucken. Nope. Sieht einfach nur nice aus. Mit den violett-roten Anstichen da. Und es riecht unglaublich. Dabei muss ich auch sagen, ich weiß nicht, es ist verdammt stark auf jeden Fall. Das steht fest. Ich habe übrigens 2 zukünftige Dinger hier stehen, die outdoor reinkommen. Und das sind Superskunk-Samen. Einfach Superskunk. Keine Kali, keine Wunder, kein nichts. Einfach Bock drauf. Mal schauen, wie sie performen outdoor. Ja, wie gesagt, mit den Beeten, das ist überhaupt kein Thema. Die wiegen nicht so, wie die meisten annehmen, weil da müsst ihr schon ein Riesenbeet haben. Oder dann habt ihr ein langes Beet zum Beispiel und das verteilt sich dann aber auch auf die Meter im Endeffekt. Na, also egal, was für ein Beet ihr haben werdet, es geht klar in der Wohnung. Also da sehe ich jetzt keine großen Probleme. Eigentlich nicht wirklich. Ja, Leute, wie gesagt, zieht euch das Video gerne nochmal rein, die jetzt spät erst reingekommen sind. Denkt dran, dass wir den vollen Support bieten. Also wir lassen euch nicht einfach so mit den Amendments alleine, sondern ich führe euch da an der Hand, gerne durch Messenger, wie auch immer. Und die Nummer findet ihr auf unserer Website. Da könnt ihr mich über WhatsApp oder Telegram kontaktieren. Und ja. So viel dazu. Also, wer immer noch Angst vor Living Soil hat, die vollkommen unbegründet ist, sollte sich diese nehmen lassen. Wie gesagt, YouTube, zieht euch die Videos rein, subscribe bitte. Das ist auf jeden Fall alles, was ich von euch verlange. Freue mich auf die Canna Trade. Yep. Das wird auf jeden Fall nice. Super Skunk, immer wieder super. Auf jeden Fall, Mann. Welche Breeder sind aus deiner Sicht sehr, sehr empfehlenswert? Ich würde
ich würde jetzt nichts wirklich empfehlen in dem Sinne. Da ist einfach zu viel Chaos, weil die Leute meistens zuverlässige Strains haben wollen, die sonieren es, dass es gut wächst und was. Es ist Natur immer noch. Fehler kommen vor bei den besten Strains, Twitter kommen vor, aus was auch immer für Gründen, das müssen gar nicht die Breeder schuld sein. Wenn ich euch was empfehlen soll, wenn ihr Bock auf ein bisschen Experimentieren habt, zieht euch die Seeds von, wenn überhaupt noch was übrig ist, von Grandma's Genetics rein. Bei der Oma werdet ihr auf jeden Fall happy. Ansonsten, wer es günstiger will, der kann auch gerne natürlich auf unsere Root Riot Seeds gehen. Das ist auch absolut empfehlenswert und pflegeleicht, sage ich jetzt mal. Das sind alles feminisierte Sorten momentan, die wir jetzt haben. Die anderen sind alle ausverkauft. So wie die Limited Editions, da sind auch noch ein paar Stück, aber die werde ich nicht mehr weitergeben. Die sind zu alt. Alles andere ist frisch und sehr pflegeleicht eigentlich. Das sind wirklich gute Strains. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr was Besseres haben wollt, Grandma's Genetics. Alles andere könnte ich jetzt auch noch nennen, aber ja, das ist so ganz kurz umschrieben, das, was ich empfehle jetzt. Fertig. Ich mache Auto wieder ein bisschen Autos. Ja, mittlerweile gibt es tatsächlich Autos, so sehr ich Automatics nicht mag. Es gibt aber tatsächlich Autos, die ja schon besonders aussehen, beziehungsweise wohl auch vom Geschmack her absolut akzeptabel sind. Und kann man tatsächlich, also macht Sinn anzubauen. Für mich zumindest. Weil der typische Rallys-Geschmack, das war das, was ich absolut in Autos gehasst habe. Total. Das war für mich ja, wie eine alte Jacke. Deswegen, kurz zum Verständnis, hast du die Root Ride Seeds gemacht? Sí, señor. Das Projekt existiert schon seit xx Jahren. Trimming sucks. Deswegen wird bei mir auch mittlerweile gar nicht mehr getrimmt, so. Das ist wirklich so gemeint. Hast du Erfahrung mit HLVP? Das geht ja auch in den Boden, oder? Also, das Thema des latenten Hopfen-Viroids in dem Sinne. Da wird's, und da kommt auf jeden Fall noch was zu, ne, auf alle Grower. Meiner Meinung nach. Es kann aber auch genauso sein, dass das heiße Luft bleibt. Hoffen wir es zumindest. Finde ich so ein bisschen wie mit Corona, keine Ahnung. Es kann sein, dass das wirklich in die Hose geht, weil die Leute einfach ja, Genetiken weitergeben, die krank sind, etc. Dann verbreitet sich das. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, es gibt Tests, wenn die legit sind, wunderbar, dann kann man da irgendwie arbeiten mit. Schwer zu sagen, wirklich schwer dazu irgendwie ein Statement zu sagen, zu geben, was, wie soll ich sagen, was jetzt irgendwie richtungsweisend wäre. Jedenfalls solltet ihr natürlich gucken, dass ihr nicht einfach irgendwelche Steckis mit nach Hause nehmt. Da wäre ich echt vorsichtig, wenn ihr Steckis von irgendwelchen Händlern kauft, was ja wohl möglich ist in Deutschland. Ja, aus Vorsicht, warum nicht, würde ich darauf achten, dass das, dass sie vielleicht einen Test haben, dass der natürlich negativ ist. Und sowas. Also, wie gesagt, muss man abwarten. Aber das werden wir in den nächsten 2 Jahren wissen, das ist ziemlich sicher. Da wird schon dann genug Zeit vergangen sein, um zu erfahren, ob sich da was bereit gemacht hat oder nicht. Alles andere sind Spekulationen, meiner Meinung nach. Und ja. Also in den Staaten, wie es dort kam, es ist immer noch unterwegs, aber es ist immer noch, also die Industrie existiert immer noch. Es ist jetzt nicht alles abgebrannt, nur dadurch. Cool, dann werde ich die safe mal testen. War schon länger mal überlegen, ob die von dir kommt. Ja, Mann. Ich habe vorhin einen Kompostieren gesetzt und einen Schluck von deinem Banana Juice reingemacht. Was denkst du? Hat das einen Nutzen im Komposttier oder ist das sinnlos? Du meinst von dem Ferment? Sinnlos ist es nicht. Aber ich müsste mir jetzt echt tiefere Gedanken darüber machen.
Da ich das tatsächlich noch nicht wirklich praktiziert habe. Ich halte solche Sachen gerne getrennt. Weil dann weiß ich auch, was habe ich da reingekippt, was hat das für ein, wie heißt für ein Outcome, also was habe ich davon. Und wenn man Sachen mischt, kann man das schlecht, wie soll ich sagen, kann man das schlecht dann nachvollziehen, ne? Was ist jetzt richtig, was falsch gewesen dabei, weil irgendwas schief geht. Oder auch wenn es gut geht, wenn super Erfolg ist, dann gut, dann weiß ich, ich habe diese zwei Sachen kombiniert natürlich, aber mehr auch nicht. Ne? Das heißt, ich weiß immer noch nicht, welches Produkt das eigentlich geboostet hat. War es der Komposttee oder war es das Ferment oder war es das Ferment im Komposttee? Drei Optionen. So erfährt man halt nicht so viel und ich fahre mir da halt diesen anderen Film. Ich will es dann halt schon wissen, konkret am Ende. Jo. Ich dachte, der Lactobacillus vermehrt sich vielleicht noch etwas. Er mag nicht wirklich dieses Chaos, was im Endeffekt im Kompost passiert. Das ist meiner Meinung nach nicht wirklich seine Umgebung. Er mag es lieber ruhig zur Vermehrung. Was auch mir einfällt gerade, was ich noch nicht angesprochen habe oder lange her, was aber schon relevant ist bei den Fermenten sowie bei den Komposttees. Wenn ihr Komposttees oder Fermente Folia anwendet, das heißt, ihr sprüht das mit irgendwas auf, versucht das nicht mit dem höchsten möglichen Druck zu machen, das heißt, pumpt das Ding nicht wie die Irren auf, sondern lasst wirklich nur so eine Dusche. Und vor allem wäre es gut, wenn die Düse nicht auf das feinste Vernebeln eingestellt ist, sondern wirklich auf Tröpfchen. Es geht darum, dass tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, das kann man unter dem Mikroskop sehen, das habe ich selber abgecheckt, wenn ich jetzt so ein, ich habe zwei so Sprüher, einer hat so einen Metallkopf, der andere hat so einen Plastikkopf. Paradoxerweise ist der mit dem Plastikkopf definitiv der richtigere für solche Sachen, weil der mit der Metalldüse, den kann man gar nicht so grob einstellen, da kommt sofort ein Strahl. Und das ist aber die richtige Größe, damit ihr die wirklich die ganzen Mikroorganismen, die den Lactobacillus im Endeffekt, nicht zu einem Smoothie macht, weil das bringt euch herzlich wenig auf der Pflanze. Deswegen sollte man das so aufbringen, dass dieses ganze Zeug, was da drin schwimmt, auch überlebt und nicht erstmal wie durch den Mixer geht. Das ist dann so ein kleiner, aber feiner Aspekt, den man wirklich befolgen sollte. Sonst habt ihr das so ein bisschen für nichts gemacht. Ne? Gerne, kein Ding. So, Peoples, ich werde jetzt auch Schluss machen langsam. Ja, also, die kommen wieder in die Sonne. Und siehst du deinen Tee? Siebst du deinen Tee oder gießt du das Material mit? Ich gieße grundsätzlich das Material mit. Es sei denn, natürlich, ich benutze den Folia, dann selbstverständlich siebe ich das, damit das nicht alles verstopft. Macht Lactobacillus als Blattanwendung Sinn? Absolut. Das ist das Beste, was man machen kann eigentlich so. Weil deine ganze Pflanze wird, die komplette Plant wird wirklich, also man sollte deswegen auch von unten wie von oben sprühen, alles einsprühen, die ganzen Stiele. Funktioniert wie ein Überzug praktisch, ne? Über die Pflanze, über die Blätter, über die Stängel. Und der Lactobacillus nimmt sich diesen Raum zum größten Teil ein. Und automatisch lässt er andere Pathogene oder andere Pilze da gar nicht mehr landen. Das heißt, das ist wirklich wie so ein Schutzschild. Das macht absolut Sinn. Wie siebst du den Tee für Folia? Wie gesagt, ich habe einfach so ein Sieb, so eine Gase ist das einfach, so ein Stoff. Und das reicht vollkommen, da ich, wie gesagt, halt die Düse auch nicht klein drehe, sondern eher auf grobes Sprühen drehe. Da gibt es halt keine Probleme, verstaucht auch nichts. Präventiv gegen Mehltau, exakt. Genauso gegen Botrytis etc. Icon, schönen Sonntag dir auch noch. Auch in der Blüte. Rein theoretisch, ja, selbstverständlich. Es wird nichts an deinem Geschmack oder sowas negativ verändern. Apropos Geschmack, die Leute, die Extrakte machen und auf Living Soil grown,
wissen das, dass wenn man mit Fermenten arbeitet, das Ganze am Ende, was die Extrakte angeht, definitiv einen riesen Unterschied ausmachen. Das heißt, Extrakte und Fermente sind eigentlich ein Paar, was echt angesagt ist. So, by the way. Und in der Blüte aber würde ich natürlich die Buds jetzt nicht vollsprühen. Was du aber machen kannst, du kannst in unseren Parts der Pflanze zum Beispiel etwas besprühen und sowas. Also das ist, ja, je nachdem. Aber es wäre kein fataler Fehler in dem Sinne. Grow with Flow for 20. Was geht alles fit zusammen? Achso, was geht alles fit zusammen? Ich bin schon gut durch, Leute, echt. Ja, ich glaube, das ist alles, was so heute aus mir kommt, was ich zu sagen habe. Und mache auch hier Schluss. Wie gesagt, wenn ihr Fragen zu Living Soul habt, schreibt mir. Auf der Website findet ihr die Nummer auf der ersten Seite. Und ja, sonnige Grüße zurück. Hier ist es schon, was haben wir? 26,5 Grad. Und ja, das wird noch besser mit der Zeit. Also, schönen Sonntag euch allen. Stoner Bazaar, hau rein, du auch, Mann. Ciao, Frosch.